Ich glaube, ich habe auch irgendwas gelesen von, man müsste irgendwie eine App oder so eine Scheiße laden, damit man, wo man dann auch noch Teile bekommen könnte. Ich bin ja überhaupt kein Fan von, hab noch eine App, nimm dein Tablet oder nimm dein Handy zur Hand und dann kannst du noch mehr aus dem Spiel rausholen und so weiter. Ich hasse sowas. Ohne Witz, ich hasse sowas einfach. Wenn ich mir ein Spiel kaufe für eine Konsole, dann will ich nicht noch ein Tablet benutzen oder ein Handy benutzen oder sonst was. Da will ich einfach nur das Spiel an meiner scheiß Konsole zocken und alles, was das Spiel bietet, auch bekommen können, wenn ich meine Zeit darin investiere. Und nicht noch, hier, lad dir noch eine App runter. Ja, sowas wie bei GTA oder sowas mit dem Hund. Dass du nur über die scheiß App deinen Hund Shop trainieren kannst. Das ist der größte Blödsinn einfach. Ich hasse so eine Sache. Ich mag das gar nicht. Und es geht ja immer mehr in diese Richtung. Nee. Ich persönlich bin null ein Fan von sowas. Aber, naja. Kann man nichts machen, nicht wahr? Hallo, Doktor. Charlotte! Unmöglich! Du meinst, weil ich lebe, obwohl du abgehauen bist? Moment, was? Als ich damals in die Kluft gestürzt war, fanden mich Kobolde und brachten mich zu ihrem Häuptling Gundahar. Er pflegte mich wieder gesund. Tja, fast jedenfalls. Dieses Bein ist nie vollständig verheilt. Charlotte, ich habe dich wochenlang gesucht. Wenn ich dich nicht gefunden habe, dann weil du weg warst. Das behauptest du. Es ist wahr. Und was ist das alles hier? Gundahar brauchte meine Hilfe und ich hab ihm geholfen. Zuerst baute ich bessere Waffen und Rüstungen, damit er sich gegen Koboldstämme wehren konnte, die sich gegen ihn stellten. Später dann baute ich andere Dinge. Er setzt die Waffen, die du ihm baust, auch gegen unsere Siedlungen ein. Das weiß ich jetzt. Ich schätze, Gundahar hatte seine Feinde bei den Kobolden erledigt und dann einen Weg gesucht, sich an den Menschen zu rächen für die Kristallkriege. Als ich es erfuhr, hörte ich sofort auf. Charlotte, das alles tut mir unendlich leid. Aber was auch passiert ist, jetzt sind wir wieder zusammen. Bitte, uns bleibt nicht viel Zeit. Du musst mit mir kommen. Nein. Was? Wieso nicht? Durch mein Handeln ist zu viel Leid und Zerstörung entstanden. Ich fürchte, ich kann nicht mehr unter den Menschen leben. Sei doch nicht albern! Nein! Verstehe. Falls du es dir jemals anders überlegst, bitte, melde dich. Ganz egal, wo ich bin, ich komme dich holen. Das verspreche ich. Leb wohl, Doktor. Hat er keinen richtigen Namen? Ist sein Name Doktor? Wirklich? Wirklich jetzt? Wieso nennt sie ihn Doktor? Und habe ich euch nicht gesagt, vor ein paar Videos, es wird so sein, dass sie das nur gemacht hat, weil sie der Meinung ist, er hätte sie vergessen und so weiter, zurückgelassen. Habe ich es euch nicht gesagt? Das Typische wieder, aber keine große Überraschung. Oh Mann, ey. Auch Neck ist wieder ein Spiel, weißt du, es macht schon Spaß, es macht wirklich schon Spaß. Aber es wäre viel mehr drin gewesen. Es wäre viel mehr drin gewesen. Schade, schade, schade. Sie sollten lieber zurückbleiben, sonst werden sie noch gegrillt. Noch besser? Wir treffen uns dort auf diesem Hügel. Ich schätze, dort finden wir auch Gundahar. Ein Stromschlag wäre wirklich ein passendes Ende. Sie liebt mich einfach nicht mehr. Also, ich bin kein Mensch. Aber ich glaube, es ist etwas komplizierter. Jetzt gehen Sie lieber ein Stück von mir weg, bevor das Feuerwerk beginnt. Ah.
Okay, okay. Ich gehe ja schon. Gehen Sie schon? Nur kein Mitleid. Sie war ja nur die Liebe meines Lebens. Meins, alles meins. Nein, ich verliere meine Teile. Hier können wir gar nichts sagen. Und Charlotte oder Charlotte hat nicht mal Nate guten Tag gesagt oder so. Ist auch doof gewesen. Voll gemein, ey! Das ist doch schon besser. Kümmern wir uns um ein paar Panzer und Flugzeuge. Oh, meinst du so ein Panzer? Scheiße. Hätte ja sein können, dass er dich über die Brücke wirft zu den. Kiste! Oh, was ist das denn? Ja, Mann, Teil 5 von 6. Ach, egal, Scheißhilfe drauf. Ich hab gar keine Lust, mich da irgendwie aufzuregen oder zu ärgern oder so. Scheiß einfach drauf. Dann halt nicht. Nack! Du hast meine halbe Armee zerstört in Monteverde. Und jetzt willst du es zu Ende bringen? Wieso? Du fragst wieso? Du zerstörst ihre Außenposten und überfällst ihre Städte und wofür? Sonnensteine und Relikte? Ich behebe hier nur ein Unrecht. Heute leben die Kobolde sehr primitiv in den Wäldern und Bergen. Doch vor den Kristallkriegen hatten wir eigene Städte und unsere eigene Zivilisation. Ich versuche nur, das zurückzubekommen. Und ich bin bloß hier, um zu zeigen, dass Angriffe auf Menschen auch Folgen für dich haben. Du bist ihr Werkzeug! Und wir haben jetzt lange genug in den Ödlanden gelebt. Vernichte das Monster! Aggressivität! Nimm's doch jetzt! Oh, Mensch, Nick! Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Wenn ich zuhaue, kommt der Knopf. Aber wenn ich nur da rumstehe, dann nicht. Ah, hier, jetzt aber. Jetzt zack, bam. Kein Problem. Kommt nicht her, kommt nicht her. Kein Problem. Wo ist mein Wurfgeschoss hin? Also?
Alter, sind die Scheiße dämlich, einfach nur. Aua. Lauf doch nicht weg, du Schisser. Aua. Aua. Ist tot. So viele Waffen. Die müssen alle weg. Hi. Und bleibt denn erstmal stehen, um sich verdreschen zu lassen, was? Aber man kann irgendwie schon, wenn man ehrlich ist, kann man schon die Kobolde verstehen, oder? Ich meine, wenn die Menschen damals als erste angegriffen haben und die Kriege hervorbeschworen haben und die Kobolde dann durch diesen Krieg alles verloren haben, ist es schon verständlich, dass sie sich dann alles zurückholen wollen. Aua. Es scheint, Gandahar leitet die Aktivitäten von diesem Turm aus. Dann plaudern wir doch mal mit ihm. Okidoki. Ist hier irgendwas drinne? Nix. Nicht so schnell. Okay, ich hab ihn. Was jetzt? Ich war nicht.
nicht sicher, ob das klappt. Woran ich 20 Jahre lang gebaut habe, hat ihre Kreatur in 20 Minuten zerstört. Lieben Sie die Zerstörung so sehr, Doktor? Wenn Zerstörung Frieden bringt, ja. Ja, dann schon. Auch wenn ich untergehe, gibt es keinen Frieden. Die Kobolde werden die Menschen bekämpfen. Der heutige Tag kann die Revolution nicht verhindern. Nein, aber sie wird sich verzögern. Irgendein Ausgleich muss erfolgen, ja, aber dein Weg ist nicht der richtige. Böse, böse. Ich komme wieder! Das wird er mit Sicherheit. Aber wir haben lange Zeit, bis er sich neu organisiert hat. Gut. Dann suchen wir diesen Schlüssel. Er hört einfach nie auf mich. Der Doktor hört auf fast niemanden. Das meint er nicht persönlich. Hat er mal von deinen Eltern gesprochen? Nein. Weißt du, warum der Doc dich aufgenommen hat und nicht ich? Na, ist doch logisch. Du bist ja nie da. Das stimmt. Ich wäre wirklich ein schlechter Vater. Die ganze Zeit nur unterwegs. Lucas, du glaubst, du streitest mit dem Doc. Meine kleine Schwester, also deine Mutter. Das war ein Spektakel. Die Hälfte der Zeit hat sie bei der Arbeit nur wegen irgendwelcher Sachen mit ihm geschimpft. Was ich damit sagen will, du kommst sehr nach ihr. Du bist schlau. Aber das ist nicht alles. Wenn du dem Doc widersprichst, ihn zwingst, über sein Handeln nachzudenken, dann bin ich wirklich stolz auf dich. Nur verurteile ihn nicht. Er ist einfach so, wie er ist. Stolz auf mich, was? Wirklich. Komm, laden wir aus und hauen uns aufs Ohr. Das wird ein wichtiger Tag morgen. Morgen! Geschafft. Neck konnte Gandahars gesamtes Waffenlager zerstören. Jetzt haben wir freie Bahn für die Schlüsselsuche. Und wir haben Charlotte entdeckt. Sie lebt. Was? Sie lebt noch. Und sie will mich nicht mehr. Wie meinst du, dass sie lebt? Was ist da passiert? Ah, das erzähle ich lieber ein andermal. So, wo ist die Höhlenmalerei? Also, unser Weg führt durch diese Ruinen und hoch aufs Cliff. Ziemlich unwegsam. Lucas und ich haben heute Morgen ein paar Vorkehrungen getroffen. Gut, dann los. Trödeln wir nicht rum? Na gut, Leute. Das machen wir allerdings beim nächsten Mal. Ich beende jetzt hier erstmal den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beziehungsweise die Aufnahme beende ich erstmal. Und wenn es der Fall ist, lasst auf jeden Fall ein Like da, schaltet beim nächsten Mal wieder ein und bis dahin, danke fürs Zusehen. Tschüss.